Hallo, hallo! Hallo! Eierkopf, alles ist Ja, da! und der Knopf ist sogar rund wie ein Ei oder wie der süße Calimero. Ja, Calimero. Ne. Mit dem Eierkopf. Ich habe ein großes Bild. Ja. Mir ist spontan bei diesem Anker Eier. Mhm. Diese Folge machen wir nur für Julia. Die haben wir die letzte schon so angefangen. Ah ja? Letzte Woche. Mir ist sofort, als wir beim Anker Ei vorbeigekommen sind, also rumeiern, und dann irgendwie ging es um Eier und Eierköpfe und Eier, was auch immer, ist mir Calimero, war der eine, der mir in den Sinn gekommen ist. Und da habe ich mich erinnert, dunkelst, weil ich habe diese Serie nicht so viel geguckt. Nur Alice im Wonderland hatte so... Ich erinnerte mich, dass da eierförmige Kreaturen waren. Und der heißt Humpty Dumpty. Ich kenne den Alice denn von Wunderland? Ja, das bin ich eben nicht sicher. War das nur einer? Einer oder zwei, das weiß ich nicht. Nur ich hatte nicht mehr den Bezug, dass das von Alice in Wonderland ist. Und ja. Ich wusste auch nicht, dass das eine Serie gab. Was war denn das so für ein Typ? In Amerika, glaube ich. Korrigiert mich, wenn es falsch ist. Als Kind habe ich das gesehen, der hat, glaube ich, auch eine eigene irgendwie Sendungsserie oder der Humpty Dumpty ist irgendwie auf der Mauer und macht irgendwas Doofes, Komisches, Lustiges, ich weiß nicht mehr genau. Und Jacqueline vom Master hat den auch gekannt. Der Humpty Dumpty. Und ich weiß jetzt nicht, ich glaube, den gibt es auch separat. Ich habe erst durch dich rausgefunden, dass er von Alice. Ja, ich hatte einfach, weil das, was ich eingegeben habe, war Alice im Wunderland Eierkopf. Und dann kam dieses Bild, ja, und wo das Ei dann auch noch zugezwinkert hat. Das war dann wieder der Anker für die andere Teilnehmerin, die mit Auge. Ein Auge geht zum Augenarzt. Nein, Augearzt, genau. Der einzige Witz von einem Teilnehmer, den wir nicht nennen wollen. Dürfen. Den wir nicht nennen wollen dürfen? Ja. Wow, das ist ich bin noch ja selten. Ich bin ja froh, dass sie nicht Anna heißt, weil das wäre super witzig. Ja. Und es war noch Anna Messer, war noch irgendwas mit auf dem Bett rumhüpfen. Da können jetzt die anderen wieder nichts anfangen. Also ihr Lieben, ihr seht schon, die Insider, die kriegst du nur in den Seminaren. Wir haben es auf jeden Fall viel Spaß damit. Ja. Ja, wir haben generell mit vielen Problemen. Ja, das Spaß. War doch kürzlich irgendwo wieder mit Problemen. Und haben wir gleich gedacht, war das auf Englisch? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Also, was ist das Thema heute? Wir haben schon wieder 3 Minuten. Sibylle, wir müssen schneller werden. Ich war jetzt gerade so stolz auf mich, weil du mich das gefragt hast, dürfen wir nicht nennen. Und ich habe gesagt, ja. Und habe dann überlegt, eigentlich bräuchte es noch eine Erklärung. Und es kam keine. Bedeutet, es ist schon angekommen in mir, dass ich nicht mehr alles erklären muss. Ja, cool, klasse. Darf ich das ankern? Und ich kann mich trotzdem verstanden fühlen, weil ich entschieden hatte, den Moment, ich möchte da nicht weiter drüber sprechen mit dir. Punkt. Und ich brauche das auch nicht zu erklären. Du willst mit mir nicht diskutieren? Diskutier mal. Nicht zu dem Thema in dem Kontext. Wir sind schon wieder Ja, jetzt sind wir bei der Erklärung und es geht eben genau nicht darum, ich kann mich auch so verstanden fühlen. Erklären ist für mich wie Wissen. In dem Moment, wo ich das Gefühl habe, ich müsse was erklären, merke gerade, wenn du das Wort genau auseinander nimmst, dieses Erklären. Das heißt, mit mir hat es gar nichts zu tun, weil es geht ja einem Mann. Liebe Männer, erklärt euch mehr bei euren Frauen. Wo warst du heute? Was hast du gemacht? Nein. Für mich ist es ähnlich wie Wissen. In dem Moment, wo ich was erklären muss, oder das Gefühl habe, ich müsste was erklären, das ist der Moment, wo die Erfahrung und das Gefühl dazu fehlt. Bei mir hat es halt immer mit Verstandensein zu tun gehabt. Vielleicht wegen Detailsortierer. Zum Beispiel heute Morgen, als du mich gefragt hast, wo warst du denn mit dem Auto, weil es schon draußen stand. Ja. Und dann war für mich klar, ich sage nicht einfach nur bei der Tankstelle. Warum denn nicht? Ja, weil da könnten ja noch andere... Für mich war es wichtig, dass du den Grund kennst, dass ich... Der Grund war die Tankstelle. ...getankt habe und das Auto gewaschen habe und nicht bei der Tankstelle irgendwie eine Freundin getroffen habe oder einen Kaffee getrunken habe oder irgendwie... Ja, auch wenn, spielt das gar keine... Die Frage ist ja,
Ja, und das hat mit mir zu tun. Ich möchte, dass du den genauen Kontext verstehst, dass ich da gewesen. Und die spannende Frage für mich stellt sich an dem Punkt eben, hältst du mich für genug intelligent, Ja, dass wenn ich mehr natürlich. Infos brauche, dass ich fake bin, oder traust du mir zu, dass ich nachfragen kann, dass ich die Größe besitze, nachzufragen, wenn ich Natürlich. mehr Infos will? Natürlich mache ich das. Und das, ihr Detailsortierer und Globalsortierer da draußen, ihr erkennt euch jetzt bestimmt wieder. Detailsortierer in mir und Nein! global in dir. Das hat überhaupt nichts mit dir, mit deiner Nein, das Intelligenz, ist mit mir schon. irgendetwas zu tun, Ich weiß, nur da du das sondern. Metaprogramm andere hast, dachte ich mir, traust du mir zu, dass Ja, ich darum intelligent sagst du bin? das. Ja, das hilft nicht, dann fühle ich mich noch schlecht, dass ich dir schlechte Gefühle gemacht hätte. Ja. Nein, es hat überhaupt nichts damit zu tun, sondern ich möchte, dass für dich klar ist, in welcher Konstellation oder in welchem Rahmen ich das gemacht habe. Ja, liebe Detailsortierer. Und es Trau muss nicht deinem sein. Gegenüber zu, dass die Frage, wenn sie gebraucht wird, dass andere Menschen alt, groß genug und fähig genug und intelligent genug sind, dass sie dir die Frage stellen, wenn sie mehr Infos brauchen. Ja. Wo warst du bei der Tankstelle? Ja. Und dann denke ich mir, Punkt. Ja, ich weiß, ich muss das denken. aus der Nase, dann muss man mir das aus der Nase ziehen oder ich habe was zu verstecken Ver oder da ist ein Geheimnis Nein, 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 nein. dahinter Ver oder. ver vertrau mir, bei den Detailsortierern ist es nicht das Gefühl, dass wir euch was aus der Nase ziehen müssen. Ja, nur wir kennen das von euch Ich weiß. und wollen. Pacen und pacen allerdings nicht auf das Metaprogramm des Gegenüber, sondern auf das eigene. Das Ja. ist auch das Verstandenwerden. Und Wie machst du wenn. das verstanden werden? Woran erkennst du, dass du verstanden wirst? Ja, ich darf das selber für mich Ja, entscheiden, dass und es wie reicht, machst wenn du ich das? es In deinem Kopf? verstehe. Mach mal. Ja, zum Beispiel bei dem Beispiel vorher, wo es leicht ging, da ist es einfach nur eine Entscheidung. Okay. Und Ich da. habe ein Bild von dem, was war und von dem Thema, das wir angeschnitten hatten. Ja. Und ich bin mir bewusst, dass wir hier in der Podcast-Konstellation sind und dass das für mich da nicht reingehört im Detail. Und da habe ich entschieden, da wird nicht weiter darüber gesprochen. Punkt, fertig. Und Und woran hast du es erkannt, dass es dann erledigt war? ich habe nicht auf deine Rückmeldung gewartet. Okay, Weil und wie sonst hast würde ich und immer die ja, Rückmeldung und wie hast du es abgreifen. abgeglichen nach dem Bild? Ja, es ist entschieden. Ja. Es ist. Meine These ist, du hast es kinästhetisch Ja. abgeglichen. Ja, ich möchte nicht in eine Richtung gehen, die ich nicht gehen möchte. Ja, also hast du ein Bild vorgetan, hast das eine nach vorne geholt und dann? Ja, einfach entschieden. Ich weiß nicht. Ja, das andere Bild weggetan, wahrscheinlich. Ja. Sonst kann ich ja nicht entscheiden. Und wie war das Gefühl danach? Ja, Ich das. bin mit mir im Reinen und es ist egal, was du darüber denkst. Siehste? Das fühlt sich schon krass an, das überhaupt auszusprechen Warum als denn? andere. Ja, weil es mir nicht egal ist, was du darüber denkst. Grundsätzlich und in dem Kontext schon. Weißt du, ich glaube, das ist eine gute Stelle für den Klasse. Weil ja viele Menschen das sagen, mir ist es egal, was die anderen denken. Mir ist es egal, was andere denken. Und ich glaube, der ist eh falsch. Ich finde den blöder geht's nicht. Also ich finde den richtig blöd. Und zwar aus dem Grund, es geht nicht darum, dass es dir egal sein soll, was andere denken, sondern vielmehr, dass du deine Gedanken im Griff hast, um danach zu verstehen und rauszufinden, wie genau denkt der andere. Jetzt wird Leben einfacher. Wie genau denkt er, dass ich von dir, wie genau denkst du Ja. jetzt in dem Beispiel? Ja, du machst zuerst deine Entscheidung. Sagst dir, okay, ich gehe mit mir ins Reine. Ja, ich möchte nicht über das Ich sprechen. möchte nicht Es ist überstellen. entschieden, Es ist ein Punkt. gutes Ja, Gefühl. Jetzt hake ich nach. genau. Und Und jetzt dann? frage ich nach, wie genau der andere in seinem Kopf es für die Zukunft auch gerne mag, damit ich aus meinem guten Gefühl, aus deiner Klarheit heraus, dem anderen auch ein gutes Gefühl geben kann. Jetzt entsteht Harmonie. Du gehst vor, walk the talk, und jetzt kann ich den anderen zeigen, wie sie auch gut damit umgehen. Du kannst nochmal nachfragen. Ja, wenn ich jetzt dich nach, was würde ich denn nachfragen?
Möchtest du denn darüber sprechen? Weil ich habe entschieden, ich möchte nicht. Oder? Ja, ich war bei der Tankstelle, bin weg, erledigt, Haken dran, ja, ist gut. Ja. Ja, reicht bei dir, dem reicht schon, dir die Antwort? Aha, so, ja. Ich war beim anderen Beispiel. Ja. Weil wenn du da dann doch oder hättest wollen, dass ich drüber rede und ich entschieden schon habe, dass ich nicht drüber reden will hier im Podcast. Ja, da hast du ja eh schon entschieden. Ja, oder? Eben, nur wenn ich dich dann bringt es auch nichts, dich zu fragen. Das stimmt, warum sprechen wir dann darüber? Ja, weil du gesagt hast, ich könnte dann den Abgleich machen und dich fragen. Bei dem Tankstellenbeispiel, naja, das stimmt. Ich mein, ich möchtest meine, du gerne mehr darüber wissen, hätte ich gesagt. So. Also, du nein, fragst, wo ja, warst ja, du ja, heute Morgen? Das habe ich schon verstanden. Mhm. Ich glaube, die Strategie hat ja funktioniert und die funktioniert und die ist gut. Mhm. Da, wo ich damit gehadert habe, ist mit der Aussage, es war mir egal, was mir egal du weil ich kaufe das ja. bei dir, so also, kaufe ich nein, sowieso nicht. Nein, und bei dem Beispiel weiß und ich, wie du denkst. Und bei anderen ja. Menschen, mhm. bei anderen Menschen fällt mir auf, dass sie, dass dieses, mir ist scheißegal, was die anderen denken, finde ich eine ungünstige Haltung, ja. weil so ein bisschen, ich sage jetzt mal, bei vielen so ein bisschen dahin geht, ich mache einfach wie ein Elefant im Porzellanladen und verhalte mich, wie es mir gerade passt und muss keine Rücksicht nehmen. Ich glaube nicht, dass es darum geht, sondern darum, dass nachfragen. Die Frage ist, ob die Rücksicht nicht dadurch entsteht, dass du für dich deine Klarheit und dein Verstandenwerden in dir kreierst und du dadurch dem anderen die Brücke baust, dass der sich auch wohlfühlt. Ja. Nicht im Sinn von mir ist scheißegal, ich habe es jetzt geklärt in mir drin, dieses ja. Date, sondern vielmehr, ich löse es selber, bekomme die Klarheit und das Verstandenwerden in mir und jetzt strahle ich eine andere Energy aus, eine andere Sanftheit, eine Klarheit aus, ja. die vielleicht einem Gegenüber durchaus auch die Möglichkeit bietet, weißt du was, ich möchte mehr wissen. Es interessiert mich vielleicht noch ein bisschen mehr Details zu haben. Magst du mir die auch noch erzählen? Ja, und dafür darf ich wahrnehmen. Ich darf dann, ja. nachdem ich gesagt habe, ich war bei der Tankstelle. Wie es angekündigt hat in den letzten Folgen. Wenn ich dann antworte, ich war bei der Tankstelle ja. und dann darf ich dich beobachten und merke vielleicht, der ist nicht so zufrieden mit der Antwort, scheint mir. Ja. Dann kann ich immer noch nachfragen, möchtest du mehr darüber wissen oder würdest du gerne in Zukunft wissen, wenn ich zur Tankstelle fahre oder ist jetzt nur eine Metapher? Du darfst anfangen wahrzunehmen und du darfst trainieren, flexibler zu werden, schneller nicht zu denken, sondern schneller wahrzunehmen und zu switchen, was sind alles für Optionen da und das ist, du darfst ganz viel Üben. Und wie übst du am besten? Zum einen mal üben ist immer dasselbe. Du darfst zuerst mal eine sinnvolle Strategie haben, wo du weißt, also nicht nur hoffst, sondern weißt, das funktioniert. Und dann, sobald du diese Strategie hast, jetzt darfst du anfangen zu üben. Das ist der Grund, warum ich immer wieder sage, der NLP Game Changer Day, das ist der erste Schritt und viele denken, nach dem Seminartag wäre es zu Ende. Ach, am Seminartag fängt es erst an. Das ist da, wo die Reise beginnt. Das denke ich bei mir sogar immer wieder. Und bin Practitioner, bin Master und selbst wenn wir jeweils in Wiederholungstraining sind, zum x-ten Mal im Trainer Training in Orlando, es fängt erst spannend. An am letzten Tag. Also wir kriegen Strategien, wir kriegen Bewusstheit an gewissen Stellen und jetzt fängt es an zu üben, im Alltag zu integrieren. Ja. Und weil die neuronalen Vernetzungen, das ist das Geniale am NLP, weil die neuronalen Vernetzungen gelegt werden in den Seminaren, hat dein Gehirn und dein Körper die Erfahrung schon mehrmals gemacht und jetzt, um das zu verstärken, geht es darum, es einfach, ich sag mal, laufen zu lassen, also quasi einfach neue gute Erfahrungen zu machen, damit das in deinen Automatismus kommt. Damit sie es verstärkt. Ja. Ja. Das ist jetzt, ich bin jetzt gerade unsicher, gerade ein bisschen, merke ich gerade, ob das nicht ein Ticken zu hoch, also zu hoch ist. Ja, nein, wir haben sehr intelligente Zuhörer. Ja, und das fängt schon beim Podcast hören zum Beispiel an. Wenn du jede Woche den Podcast hörst und eine kleine Sache für dich rausnimmst, die du sofort im Alltag veränderst und die nächste Woche wieder die Folge hörst und wieder was rausnimmst, dann kannst du auch immer wieder mal Folgen nachhören und am besten in der Reihe nach. Nur so entsteht die Veränderung. Ja, nicht, dass du jetzt glaubst, oh, ich habe jetzt diese Folge gehört und ich muss alles jetzt umändern und ich sollte das auch können oder keine Ahnung. Ja, und das Gleiche beim Game Changer Day. Die Leute dürfen sich ein paar Dinge rausnehmen und dann anfangen zu verändern oder halt im Practitioner Seminar.
sie bekommen Dinge mit. Wir sagen jeweils und, aber, solche Sachen, du ist die Basis. Wenn du das umsetzt, dann hast du schon eine riesen Veränderung geschafft. Ja, auf bewusster Ebene, würde ich mal sagen. Also, und du darfst die unbewussten Dinge, du darfst nicht mit unbewussten Strukturen, die wir dir an die Hand geben, wo deine... Da sind wir wieder. Ja, sind wir wieder. Der Wecker hat geläutet, der Video ist wieder an. Ja, passt alles. Der Wecker-Separator. Falls du jetzt das Video guckst, wird es wahrscheinlich ein bisschen holprig. Falls du die Audiofolge nur hörst, es ist, du hast alles mitgekriegt. Du kannst im Video nachgucken. Ja, also seht ihr, dass wir es wirklich für euch live aufzeichnen. Ja, genau, so machen wir das. Wo waren wir denn? Ah ja, genau, die unbewussten Strategien. Die unbewussten Strategien, die sind die einen, also das sind die, die wir dir vermitteln, um dein Unterbewusstsein, dein Gehirn anzuregen, neue Wege zu gehen, die Struktur zu verlassen. Und dann macht es natürlich eine Menge Sinn, weil erfolgreiche Menschen, die wirklich glücklich sein wollen, die fangen jetzt auch auf bewusster Ebene, gerade aus einer Podcast-Folge oder aus dem Game Changer Day, fangen die an, 1-2 Stellen rauszunehmen und mal bewusst darauf zu achten. Es geht um Veränderung. Es gibt schon was zu tun. Es ist aktiv, so, aktiv was in die Veränderung zu gehen. Mit guten Gefühlen und sanft. Das wäre mir immer sehr wichtig. Sanft bei der Veränderung. Und liebevoll. Ja. So, jetzt gucken wir mal, wie wir das... Ja, sonst kommt der nächste Wecker. Booster Call, der kommt jetzt. Ja. Mal gucken, wie wir das zusammenschneiden hier. Das seht ihr dann. Oder habt ihr schon gesehen, wie man das hat. Ihr Lieben, eine wundervolle Zeit. Bis nächste Woche. Tschüss.